So, was hast du den Abonnenten zu sagen? Viel Spaß beim Spielen. Schönen Gruß. Ja, das war's. Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Ombre und im fünften Teil der Angezockt-Reihe spielen wir eine Runde SteamWorld Dig A Fistful of Dirt. Das gibt's aktuell immer noch im PlayStation Store für die PlayStation Plus Mitglieder gratis, also sichert euch das am besten schnell. Kleiner Pro-Tipp an der Stelle, auch wenn euch die Spiele vielleicht im Moment nicht interessieren, klickt's einfach kurz an für den Download. Ihr könnt den Download dann auch pausieren, denn wenn dann die nächsten Spiele reinkommen und das Spiel hier nicht mehr gratis ist, dann könnt ihr diesen angefangenen Download immer noch zu Ende laufen lassen und euch dann sozusagen immer noch entscheiden. Aber wenn ihr den Download halt nicht startet und die nächste Reihe an Spielen kommt, dann wird das halt wieder kostenpflichtig und dann kann man sich das nicht mehr ergaunern. Also, nur so ein kleiner Tipp am Rande. So, wir steigen hier direkt ein. Ich habe wie üblich schon mal wieder so ein ganz kleines wenig vorgespielt, dass ich grob weiß, worum es geht. Hab den Slot hier aber schon wieder gelöscht. Deswegen starten wir einfach jetzt mal komplett neu rein und gucken uns erstmal das ganz tolle Intro natürlich an. Kann mich selber schon gar nicht mehr erinnern, was da los war. Welcome to Tumbleton. Und da ist auch schon das Tumbleweed unterwegs. Na, ich glaube, wo ich es angezockt habe, da habe ich sogar abgebrochen, das Intro. So wie es ja die meisten Spieler machen. Aber naja, allzu lang schien das hier ja ohnehin nicht gewesen zu sein. So, also man ist jetzt hier in die Unterwelt gefallen durch irgendeinen Riss in der Erde. Ump! So, also wir kommen nicht denselben Weg raus, den wir reingekommen sind. Ein Teil von meiner, der Mine meines Onkels. Bla bla bla, mal ein bisschen Farbe täten, nicht schlecht. Und mal hier so ein bisschen erforschen, bevor das Tageslicht weg ist. So, und wer kommt da daher? Ah, was glaubst du, was du hier machst? Bla bla bla, ein dramatischer Auftritt. Ah, Entschuldigung. Und mein Onkel hat mich hierher gesendet. Bla bla bla, bla bla bla, runtergefallen. Und Joes Neffe bist du. Ja, der ist schon länger weg. Und da 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 da. Aber sie hat ihn gefunden, es tut ihr leid, aber wir müssen uns das selber anschauen. Also, Onkel Joe erstmal finden, Nummer 1. So, gucken wir erstmal hier. Genau, da konnte man nicht weiter. So, also man rennt hier in dieser Mine rum, kann halt so ein bisschen mit den Leuten und so interagieren. Und um es nicht vorwegzunehmen, der gute alte Onkel, wie ihr hier sehen könnt, hat schon das Zeitliche gesegnet. Ja, langes her, Onkel. Leider habe ich es nicht hierher geschafft. In der Zeit. So, bla bla bla. Wir waren immer sehr ähnlich, hast du immer gemeint. Aha, aha. Ich bin aber kein Miner. To rob you of your plunder. Ja, ja, hier der. Da plündert er die Toten. Okay, so, zack, Pickaxe. Die Pickaxe der Toten. Ja, Scavenger. Der Leichenfledderer. Kann man noch teabaggen irgendwie? Nee, okay. So, also jetzt haben wir hier diese Pickaxe. Und mit der kann man sich jetzt hier durch bestimmte Arten von Gestein durchhauen. Und das ist eigentlich auch schon so, zumindest in dem Teil, den ich jetzt gezockt habe. Ich habe so eine halbe Stunde gespielt. Ich denke mal, ich werde heute auch mal wieder so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde machen. Und naja, das meiste der Zeit ist eigentlich mehr oder weniger draufgegangen, sich hier irgendwie so durch die Gegend zu diggen. So. Und jetzt müssen wir als allererstes irgendwie... Achso, ja, das habe ich versäumt. Man muss natürlich nochmal mit ihr reden, sonst weiß man ja gar nicht, was man machen muss. Haha. So genau, jetzt haben wir die Pickaxe gefunden. Damit kann man hier proper rummeinen. Und genau, da gibt es dann diese Tür und wir müssen uns den Tunnel freigraben und jetzt den Schalter finden. Der Schalter macht dann da oben die Tür auf und dann kommen wir raus. So, deswegen machen wir das auch. Graben uns mal hier so nach unten, da rechts auf der Minimap, da kann man ja auch schon sehr schön sehen, wo man sich gerade befindet. Und schön rot markiert, damit es auch der letzte Idiot finden kann. Achtung, hier musst du hingehen, hier wo es so rot leuchtet. So, und da ist auch schon der Schalter. Zack. Den legen wir um und dann geht da oben die Klappe auf. Und dann wollen wir doch mal gucken, was man da oben an der Oberfläche
so alles Tolles findet. So, hier nochmal ein bisschen Energizer, sind wir eh voll. So. Und dann sind wir auch schon wieder an der Oberfläche. So, schauen wir erstmal bei der fetten Bahnhofshure vorbei, würde ich sagen, oder? Die schaut doch recht sneaky aus. So, ein neues Gesicht in der Stadt, das ist ja super. Und so ein hübsches noch dazu. Bla bla bla, nicht viele Neuankömmlinge. Okay. Ein neuer Miner bin ich. Joe ist weg. Aha. Quiet Fellow. Ja, wir sind so wieder Joe, ein schnieker Typ. Okay, na gut, das war ja eher uninteressant. Und die erzählt auch nur dasselbe. So, hier gab es dann auch nichts weiter. Neu, neu, neu. Ah, da auf der Minimap auch schon wieder. Hier geht der Pfeil hin, du Vollidiot. Hier musst du hingehen. So, da kommen wir wieder in die Mine runter. Da ist wieder unsere kleine Keule. Ja, das haben wir wie ein Pro gemacht in der Mine, ja. Keep it open. Genau, ein bisschen was meinen, nach oben bringen und sie tauscht uns das dann gegen irgendwas, gegen Kohle. Sie ist Dorothy. Try mining some precious stones. Also, sie sagt, wir sollen wieder in die Mine, sollen uns da ein paar feine Sachen ergaunern und ihr das dann vorbeibringen. Und das hier ist der Hank. Oder Cranky. Ja, Cranky gefällt mir besser. Mr. Crank. So, wenn wir eine bessere Pickaxe wollen, dann brauchen wir erstmal wieder ein bisschen neue Ressourcen. Und das ist dann jetzt auch schon die eigentliche Aufgabe, sich wieder in die Mine zu begeben und zu gucken, dass man ein paar Ressourcen findet. Die sind gekennzeichnet durch diese bunten Steine hier. Wenn man die kaputt macht, dann kommt da so irgendwelches Zeug raus. Das kann man dann eben sammeln in seiner Tasche. Da hat man zwar nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, also man muss zwischendurch immer wieder an die Oberfläche gehen, um das Zeug dann gegen Gold zu tauschen und sich dann auch wirklich Items davon zu kaufen. Aber so ein bisschen was an Platz ist schon da in der Tasche. Da zeigen sich auch schon die ersten Gegner. So, ja, gehen wir einfach mal ein bisschen links hier durch. Da oben ist auch noch einmal was. So, die Gegner, die sind auch nicht allzu wild. Da kann man einfach so ein bisschen draufhauen hier. Bam, bam, bam. Die geben auch jedes Mal, glaube ich, wieder Energie. So, und ich glaube, dass da unten, da wo jetzt dieser Schatz ist, das sind schon die Steine, wo wir jetzt mit unserer normalen Pickaxe nicht mehr durchkommen. Denn das ist jetzt sozusagen die erste Aufgabe, dass wir erstmal ein paar Items sammeln. Ja, genau. In die Stadt hochbringen, Gold sammeln und uns dann erstmal eine etwas bessere Axt organisieren. So, aber da rechts können wir auf jeden Fall noch hin. Da ist noch was. Also es ist am Anfang, finde ich, so ein bisschen, ja, es dauert halt einfach so ein kleines bisschen, bis man irgendwie so, ja, in den Action-Teil kommt, sag ich mal. Also das jetzt alles ist eher noch so, ja, Tutorial-artig, würde ich sagen, dass man erstmal so weiß, worum es geht und wie die Steuerung funktioniert. So, genau, wir haben es drauf. Ich sollte ihren Daddy sehen im Upgrade-Shop und dann hat er irgendwas mit der Pickaxe, dann kommen wir noch tiefer. Und wir müssen ihm nicht erzählen, dass sie auch in der Mine war vorher. Na gut, das wollen wir doch mal sehen. So, hier, Telefonado, haben wir jetzt leider keine Zeit für. Beziehungsweise, doch, es ist die Frau. Nehmen wir das ruhig mit. Einen wunderschönen guten Tag. Sie sind live dabei in Mega Umbris, live kommentiertem Angezockt Teil Nummer 5. Deswegen habe ich leider jetzt gerade gar keine Zeit. Soll ich mich bei Ihnen melden? Bald möglichst. Sie geht noch zu Tanja und kommt ein bisschen später. Ja, diese Information haben wir natürlich jetzt gebraucht. Das ist auch für meine Abonnenten natürlich wichtig. Okay, ja, wunderbar. Warte mal, ich stelle dich mal auf Lautsprecher, dann kannst du noch irgendwelche schönen Grüße äußern. Ganz kleinen Augenblick. So, was hast du den Abonnenten zu sagen? Ja, viel Spaß beim Spielen. Schönen Gruß. Ja, das war's. Das war's. Ja, okay, alles klar. Die Abonnenten wissen Bescheid, ich weiß auch Bescheid. Dann zocken wir weiter hier. Alles klar, bis später. Ciao, ciao. So, dann haben wir jetzt die heißesten News gehört. Und können jetzt, glaube ich, dann weitermachen und uns hier eine anständige Pickaxe holen. Für 8 Goldtaler. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack.
So, was hat er noch? Dann kommt die Copper Pickaxe für 30, eine Leiter. Und das war's. Ey, quatsch mich nicht voll hier. So, also jetzt kommen wir schon ein bisschen tiefer runter in die Mine. Genau, jetzt gehen diese Blöcke auch so mit einem Schlag kaputt. Dann geht das Ganze auch schon sehr viel schneller. Ja, gehen wir einfach gleich mal ein bisschen hier weiter in die Tiefe. So, gucken wir mal, dass wir uns hier so ein bisschen auf die Goldsachen konzentrieren. So, da haben wir noch was. Da unten ist dann auch wieder. So, das haben wir auch. Und da oben habe ich auch noch gesehen. Wie kommen wir da am besten hin? So rum. Zack, 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 zack. Achso. Auch wenn man die mit dem Stein erledigt, dann sind die gleich tot, die Dinger. Okay. Gut, so, dann geht's weiter nach unten. So, man sieht auch schon, die Items, die man sammelt, die gruppieren sich hier so in diesen Slots von dem Gürtel, den man da dabei hat. Das heißt, wir brauchen jetzt noch was von dem Roten. Alles andere könnte man, glaube ich, gar nicht mehr mitnehmen jetzt. Genau, so ist es. Dafür haben wir jetzt schon keinen Platz mehr. Und man kann auch leider nicht während des Sprunges dingen. Also ich komme jetzt hier zum Beispiel so da oben nicht vorbei. Das finde ich ist ein bisschen schade. Aber stört jetzt auch nicht so extrem, aber was soll's. Der ist halt nicht multitasking-fähig, der gute Herr. So, wir haben schon keinen Platz mehr, deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt hier gleich gar nichts mehr einsammeln können, gehen wir einfach mal eben wieder ganz kurz nach oben und verkaufen den ganzen Shit. So, und das macht halt eben am Anfang viel, einen großen Teil der Spielzeit aus, dass man einfach nur die Sachen halt aus den Gesteinen holt und dann hier wieder zurückbringt. Ja, ja, laber mich jetzt nicht voll, das interessiert uns doch gar nicht. Wir wollen Kohle sehen, wollen unseren Scheiß loswerden und dann geht's auch gleich weiter. So. Da sind wir schon wieder. Einmal, zweimal. So, den Heiner, den machen wir auch noch wieder fertig. Zack und weg. So, jetzt sind wir schon hier etwas tiefer gekommen. So, genau. Und wenn man dann etwas tiefer kommt, dann kommen auch diese ersten Minen. Hatte ich nicht da noch irgendwas Glänzendes gesehen? Oh Gott. Ah ja. Krass drauf reingefallen. Das ist mir beim ersten Mal nämlich passiert, deswegen wusste ich jetzt schon, dass es kommt, aber habe trotzdem nicht mal drauf geachtet. Diese Steine, wenn man da nämlich was kaputt macht, dann fallen die so runter, zerquetschen ein, tot und good game. Aber das konnten wir jetzt nochmal zum Glück abwinden. Gut, so, dann gehen wir doch einfach mal hier rein und gucken mal, was da los ist. Zack, so. Aha. Achso, okay. So, was ist das? Energie und alles Mögliche. Schadet mir das da unten? Ah, so deswegen. Ja, lass mich halt dann da durch. Oh Gott. Okay. Gut, dann haben wir wieder volle Energie zumindest. So, und dann klopfen wir uns hier weiter durch. Gut, das scheint dann für die nächste Pickaxe gut zu sein. Da kommen wir jetzt so noch nicht durch. Und da unten ist aber auch noch irgendwie so ein Symbol. Ist da auch noch irgendwie was zu holen? Gucken wir nochmal schnell. Ah ja, tatsächlich. So, was ist das jetzt hier? Speedboots! Ah, jetzt kann man sich schneller bewegen. Ja, das ist ja schon mal hilfreich auf jeden Fall. Ja, lauf, Jimmy, lauf! Wobei ich schon noch so ein bisschen gucken will, was hier unten so los ist. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas, aber sieht nicht so aus. Aha, okay, dann kommt man hier wieder hoch. Und so, okay, na gut, dann. Achso, mit Viereck rennen, so. Gut, dann schauen wir, dass wir hier wieder rauskommen. Dann gibt es wahrscheinlich hier nichts weiter. Da nochmal ein bisschen Energizer.
Vielleicht gibt es ja auch später irgendwie so ein Power-Up, durch das man dann irgendwie auch nach oben diggen kann oder während des Sprunges. Das kann natürlich durchaus sein. Achso, jetzt sollen wir erstmal wieder nach oben, zeigt der Pfeil an. Dann machen wir das doch auch. Wir halten uns an die Spielregeln, haben eh schon wieder so einiges Zeug gesammelt, was wir gut verhökern können. Und dann können wir uns vielleicht auch schon die nächste Pickaxe oder irgendwas kaufen. So, was hast du uns jetzt zu sagen? Also, wir haben die Höhle gefunden. Genau. I get that. Okay. Irgendwelche seltsamen Dinge. Ja, okay. Ich glaube, das ist alles so eher uninteressant. Okay. Gut. Achso, nee, wir müssen natürlich erstmal wieder hier Geld einsammeln. Bla bla bla. Quatsch mich nicht voll, gib mir die Kohle. Gut. Upgrade unlocked. So, dann können wir nämlich bei ihm hier Medium Pouch, da können wir uns ein bisschen was holen. Na, holen wir uns erstmal die nächste Pickaxe. Und was gibt's noch? Eine Lampe. Naja, ich glaube mal, das brauchen wir jetzt alles erstmal noch nicht. Schauen wir weiter runter. Ja, also es ist, ich weiß nicht, jetzt nicht so ultra spannend irgendwie. Oder, naja, spannend ist vielleicht das falsche Wort. Also, mir macht es schon irgendwie Spaß, weiß nicht, mich hier so durchzuklopfen und zu gucken, was da so kommt und die Sachen einzusammeln irgendwie. Also, für mich persönlich ist es okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Leute gibt, denen das jetzt dann doch eher so ein bisschen zu langweilig wäre und ein bisschen zu wenig Action. Aber ich muss sagen, mir macht es eigentlich Spaß, ich finde es ganz cool. Und deswegen zocke ich das ja hier auch, sonst könnte ich das auch sein lassen. Kann man eigentlich mit diesem, ah ja, mit diesem Sprung kann man auch irgendwie so schon so etwas höher springen, habe ich das Gefühl, dass man da hochkommt und dann kann man wahrscheinlich auch, wow, da so rüber und so. Wunderbar. Und dann, kommen wir da auch hoch? Was ist das? Keine Ahnung, was das jetzt war, aber scheint auf jeden Fall ganz gut gewesen zu sein. So, und das war es dann auch schon hier in der Höhle, oder was? Okay, dann können wir wieder raus. So, halten wir uns mal ein bisschen rechts. Gucken wir, was da kommt. Ich weiß auch nicht, ob das dann hier so, ja, weil was mir halt jetzt im Moment noch so ein bisschen fehlt, oder soweit wie ich es gespielt habe, fehlt, ist einfach so, ja, diese irgendwie Gegner besiegen oder irgendwie so ein klares Ziel vor Augen haben. Ich meine, aktuell ist es halt einfach nur so, ja, grab dich halt irgendwie so durch, sammel diese Gegenstände, verkauf sie und hol dir neue Items, aber es fehlt halt irgendwie so, ja, weiß nicht, der Level, gibt's dann irgendwie einen Endboss oder was genau ist jetzt so Ziel des Ganzen, warum bin ich hier jetzt so genau unterwegs oder wo soll die Reise hingehen? So, der ist auch schon wieder hinüber und wir haben auch schon wieder keinen Platz für irgendwelches Zeug. Vorsicht, der Block. So, unsere Tasche ist auch gleich schon wieder voll. Ich grab mich jetzt einfach mal so hier in die Richtung, wie es der Pfeil auf der Minimap zeigt, in der Hoffnung, dass dann da irgendwie, weiß ich nicht, das erscheint, was ich irgendwie brauche. Achso, jetzt haben wir das irgendwie falsch gemacht, so. Gut, dafür ist aber immer noch kein Platz. Dann bringe ich, würde ich sagen, nochmal mein Zeug rauf. Und dass es auch irgendwie so kein Shortcut gibt in die Stadt wieder hoch. Das ist halt auch so ein bisschen schade, weil das kostet natürlich auch jedes Mal extrem viel Zeit, bis man wieder oben angekommen ist. Aber machen wir das ruhig noch so zwei, drei Mal. Guck mal, wie weit wir kommen, so bis zur zweiten Höhle. Will ich jetzt eigentlich schon noch, um zu sehen, was da so los ist, um dann auch zu gucken, ob da irgendwie so ein etwas größerer Gegner mal auftaucht oder irgendwie das Spiel anfängt, ganz plötzlich auf irrsinnige Weise Sinn zu ergeben. So, gut, das hätten wir schon wieder. Dann erstmal wieder zu ihr. Das hätten wir schon wieder alles verkauft und jetzt nehmen wir uns einfach mal ein bisschen Schmarrn mit, bevor wir das hier gar nicht sehen. So, die extra Tasche ist, denke ich mal, nicht schlecht. Ach, so eine Lampe, was soll's, nehmen wir auch mit. So, dann können wir jetzt auf jeden Fall gleich schon mal ein bisschen mehr tragen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz praktisch, glaube ich.
stopfen uns die Taschen voll mit dem guten Zeug, was wir hier finden. Zack. So, dann haben wir gleich eh schon wieder wahrscheinlich volle Taschen, wenn wir das ganze Zeug einsammeln, was wir eben nicht mitnehmen konnten. So. Das hätten wir. Das hätten wir und das hätten wir. Gut, dann kann es weitergehen. Achso, mit dieser Lampe. Ich weiß gar nicht, wie setzt man das dann ein und was soll das? Achso. Mit R1 kann ich die Items wechseln. Da ich jetzt nur die Lampe habe, kann ich nur die auswählen. R2. Gibt es nicht irgendwie Option, Controls, Scout Resource, Change Tool. Ja, steht es. Achso, halt, da war irgendwas. Use Tool, Dreieck. Ah, okay, jetzt alles klar. Achso, dann stellt man da so die Lampe auf und achso, und dann ist das Ding auch verloren oder was dann? Ach, naja, okay, ganz toll. Kann man damit auch nichts weiter anfangen, scheinbar. Na gut. Dann geht's einfach weiter in die Tiefe. Ah, shit, jetzt hat er sich da etwas zu früh freigeklopft aus dem Ding, aber... Ah, halt. Ja, natürlich so die Millisekunde zu spät. So, wie man es kennt. Trollalalalalala. Naja, man hat eh hier, glaube ich, erstmal genug Energie. Es sind ja ohnehin nicht so viele Gegner, die einem hier über den Weg laufen. Ach komm, lassen wir dich einfach mal da in Ruhe. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen weiter in die Tiefe. Ach so, wobei der fällt dann da gleich zu mir runter, oder? Nee. So. Also, ich will auf jeden Fall noch dahin kommen, wo uns das auf der Minimap angezeigt wird. Noch sehen, was da los ist. So wie es aussieht, müssen wir einfach nur von hier gerade runter. Und dann sieht es da so aus, als gäbe es da wieder so eine Art Power-Up oder irgendwas. Und wo fliegen wir jetzt hin? Ah, das ist natürlich super praktisch. Ah, okay, da haben die Entwickler auf meinen Rat gehört, der natürlich jetzt etwas zu spät kommt. Das ist also die Abkürzung in die Stadt. Sehr gut, ja. Dann hätte man das vielleicht irgendwie als erstes suchen sollen, damit man nicht irgendwie nutzlos die ganze Zeit rauf und runter muss. Ah ja, okay, spitze. Das finde ich gut. So, und dann haben wir da unten auch die zweite Höhle. Ach komm, den Typen, den lassen wir jetzt da mal in Ruhe. Ah, der hätte sich eh fast selber zerdeppert. Fällt der große Stein dann auch runter? Das will ich jetzt schon ganz gern wissen. Tatsächlich, okay. Gut, also, dann sind wir hier in der zweiten Cave. Achso, das ist der Spaß. Okay, hat uns das Schaden ab? Nee. Gut. Zack, zack, zack. Nee, ich glaube da werden wir, glaube ich, nicht dran vorbeikommen, oder? Nee, ich glaube, das ist nix, aber da geht's eh nur so da oben rum. Nee. Das bringt uns nichts. Oh, was ist das da unten? Endlich mal ein ganz kleines bisschen größerer Gegner. Okay. Was soll denn das? Achso, ja. Sehr gut. Wie besiegt man jetzt das Schweinsteil am besten? Ach so, einfach von hinten, damit es einen nicht sieht. Ah, okay, das hat ja lange gedauert, das herauszufinden. Jetzt sind wir schon fast tot hier.
Naja. Na komm, lauf, Jimmy. So. Gut, dann haben wir es. Der gibt zum Glück ein bisschen Energie. Die können wir gut gebrauchen. Und dann gibt es das nächste Power-Up, oder? Steam Jump. Ah, es ist dann wie so ein Double Jump, oder was? Mhm. Na gut, das wird sich dann wahrscheinlich gleich noch erklären mit dieser Energieanzeige, die wir da haben. Oder? Steam Jump. X und unten. Ach so. Ach so. Ah, durch dieses Wasser lädt man. Ah, jetzt verstehe ich, okay. So, und springt er dann jetzt auch höher? Ah, okay, alles klar, verstanden. Gut. Dann kommen wir auf diese Art und Weise hier auch wieder raus. Können wir uns da irgendwie so durchpowern? Ah, okay, Tatsache. Dann schauen wir doch auf jeden Fall noch ganz kurz, was da oben los ist. Da sind noch so ein paar Schalter, das sieht ja ganz interessant aus. Zwei. Drei. Okay. Die richtige Kombination entdeckt. Erstmal das hier, erstmal das hier. Und bam! Die blauen Kristallkugeln der Verdammnis sammeln wir natürlich auch ein. So, was hat es dann hier oben noch? Achso, nochmal so ein Ding. So. Schauen wir uns ruhig alles an, was es hier gibt in der Map. Okay. Kaputt. Zack. Und zack. Na, trink dich voll, mein Junge. Ne, halt, da geht's auch noch. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. So, dann denke ich mal, haben wir hier die Mine soweit geklärt und dann geht's weiter. Lass uns mal kurz gucken. Oh ja, ich glaube, wir haben noch Zeit, uns vielleicht noch bis zur dritten Mine weiter vorzuspielen. Und zu gucken, was uns da dann noch Feines erwartet. Achso, wir sollen aber, glaube ich, trotzdem erst noch einmal in die Stadt gehen. Ja, gucken wir ruhig vielleicht ganz kurz, ob uns da jemand was Interessantes mitzuteilen hat. Ah, scheiße. Komm schon. So, wie kommen wir da jetzt an den Teleporter rauf? Müssen wir uns mal kurz ein bisschen hier so... Achso, nee, das mit dem Springen geht ja nicht. Ja, dann halt so. Goodie, goodie. So, die Bahnhofshure hat irgendwas zu sagen. Also, der Service, ja, der hing immer in der Bar rum, der alte Saufkopf. Immer alleine. So, also, und auf irgendeinem Taschentuch hat er da irgendwas rumgekritzelt. Sieht aus wie eine Map. Und da hat er auch irgendwas markiert. Gut, das heißt, das gibt uns jetzt den nächsten Hinweis auf der Map, wo wir hin müssen. Verkaufen wir eben schnell unser Zeug hier. So, Coal Lantern. Und dann gucken wir einmal kurz hier bei Cranky vorbei, was er noch so Tolles hat. Quatsch mich nicht voll, zeig mir, was du hast. So, da können wir nochmal... Couch, Lampe, Leder. 60 Sekunden Light. Nee, das braucht es eigentlich jetzt noch nicht so wirklich. Tasche. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, davon brauchen wir jetzt noch nichts so unbedingt. Komm, zerstören wir hier kurz die zwei Affen. Bam und bam und bam. So, das holen wir uns. So, und dann graben wir uns einfach wieder tiefer. Jetzt kriegen wir auf der Map wieder schön angezeigt, wo wir hin müssen. Damit auch nichts schief gehen kann. Einfach gerade nach unten. Ich weiß auch nicht, wenn man zu viel Zeit hat, dann kann man sich natürlich auch so noch rechts und links durchboxen irgendwie und gucken, ob es da noch irgendwie so ein Spezial-Item gibt. Aber ich glaube, das ist jetzt eher hier fürs Angezockt so ein bisschen zu langweilig. Ich habe eh das Gefühl, dass es so zum Zuschauen wahrscheinlich nicht so...
Ah, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Nicht so allzu interessant ist, weil es halt eben doch so, ja, größtenteils daraus besteht, dass man sich hier so durch die Welt durchklopft. Na komm, auch der andere geht jetzt nicht. Ach so, ja! Okay. Gut getrollt. Ist halb gewonnen. Ja, toll. Wie machen wir das jetzt am besten? Machen wir das so. Aber ich zock's einfach trotzdem nochmal ein bisschen weiter bis zur dritten Cave. Und diese extra Cave, die hier jetzt dann gleich noch ist, die machen wir auch noch. Und dann habe ich schon noch die Hoffnung, dass da irgendwie so, keine Ahnung, noch so ein Sinn dahinter ist irgendwie, dass man irgendwie so einen Endboss findet oder irgendwas. Weil aktuell, es erinnert so ein bisschen an, kennt ihr das noch, Mario Brothers 2? Da gab es auch so Level, wo man sich auch immer so nach unten graben musste irgendwie, fällt mir gerade wieder ein. Das kommt mir fast so ein bisschen so vor irgendwie. Mario Brothers 2, mein Gott, ja, das ist alles schon eine Weile her. Achso. Das sammeln wir auf jeden Fall alles ein. Das Herz brauchen wir es. Achso, ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wollte gerade sagen, das Herz brauchen wir nicht, aber jetzt brauchen wir es doch. So, zack. Das sammeln wir ein und dann geht's hier hoch. Achso, und das war's dann schon hier, oder was? Mehr gibt's dann gar nicht? Na gut. Na gut, dafür haben wir gerade zufällig keinen Platz, davon haben wir schon genug. Dann können wir auch gleich weiter. So. Achso. Zack, zack, zack. Halten wir uns einfach schön gerade nach unten. Dann kommen wir in die Richtung von dem Pfeil. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es schon so die beste Axt, die ich im Moment habe. Oder ich hätte ja schon wieder eine kaufen können, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen durch das ganze Gestein hier durch. Aber ah, hier geht es wieder schnell. So, zack, zack, zack. Ah, da ist einer von den fetten Bastarden unterwegs. Ach du Kacke. Oh. Ach du Scheiß, boah, ja, das war jetzt irgendwie. Ach, die Dinge. Ah! Ja, okay, gut dann. Ach so, ja! So, okay. Oh Gott. Fast noch vermasselt hier. Ja, ja, lauf da nur drüber. So ist brav. So geht das alles kaputt. Gut, also. Die Gefahr hätten wir gebannt. Dann geht's weiter nach unten. Klopf dich da durch, mein Junge. So, da ist mal wieder was, um den Superjump aufzuladen. Davon haben wir im Moment genug. So, komm. Zack, zack. Ach so, da komme ich nicht durch. Aha. Dann müssen wir da rechts vorbei. Oder müssen uns die nächste Pickaxe holen. Mit der kommen wir dann wahrscheinlich auch durch diese etwas versteinerten Passagen durch. Ja, mittlerweile wäre schon so ein Teleporter wieder ganz gut. Denn jetzt haben wir schon wieder so. Achso, nee, da komme ich ja dann sowieso nicht hin. Schon wieder so einiges an Distanz hier gesammelt. Und dann dauert das jedes Mal halt immer so recht lang, bis man wieder oben ist. Ach, scheiße. Na, da muss man auch mal ein bisschen drauf achten. Also diese kleinen Knubbel da auf dem Boden, fallen die dann auch mit runter oder gehen die kaputt? Ja, die gehen kaputt. So, komm schon. Also irgendwie, das Interesse ist schon noch so groß, dass ich jetzt schon noch sehen will, so was das Ganze hier soll und ob das hier alles noch irgendwie Sinn ergibt. Und so ein Herz wäre vielleicht jetzt mal gar nicht schlecht. Ja, lass dich halt noch treffen von ihm. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt sollten wir uns schon nicht mehr treffen lassen. Denn sonst ist hier gleich good game. Also jetzt Concentration. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und? Ja, natürlich kein Herz. Warum auch? Ja, wobei, komm jetzt. Lass uns einmal wieder zurück in die Stadt den Scheiß zurückbringen.
Und dann können wir uns da vielleicht auch nochmal irgendwie mit Energizer versorgen. Ja, bleib halt hier. Ah! Oh Gott, krass gefailt. Gut, na gut, dann hat's uns halt hier erwischt. You were destroyed. Also, wir haben jetzt irgendwie 50% von unserem Geld deswegen verloren. Nicht ganz so wild. Das Dumme ist nur, dass wir unsere Items jetzt erst wieder einsammeln müssen, denn ich glaube, da, wo man gestorben ist, da bleiben die ganzen Gegenstände zurück, die man bis zu dem Zeitpunkt gesammelt hatte. Zack, zack, zack. Wo waren wir denn gerade? Genau, so, jetzt haben wir sie wieder. Na gut, was soll's kommen? Nee, dann lassen wir es gut sein, dann gehen wir jetzt nicht nach oben, sondern behalten einfach unseren Scheiß und graben uns hier noch bis zur dritten Höhle vor und gucken, ob dann da noch irgendwas Spannendes passiert. Ansonsten müsste ich sagen, also, wenn man jetzt schon so eine halbe Stunde gespielt hat und das Spiel immer noch so irgendwie so gar keinen Sinn ergibt. Ich finde es zwar irgendwie, wie gesagt, trotzdem ganz witzig und interessant, aber irgendwann müsste dann schon so der Punkt kommen, wo man, wo man dann erfährt, ja, okay, so darum geht's, das ist jetzt ein Level und da kannst du dich irgendwie auf einen Endboss gefasst machen oder so. Bis jetzt ist es halt einfach nur so, irgendwie so recht stupides Rumgeklopfe und Sachen einsammeln. Was halt irgendwie schon so an der Stelle des Spiels so ein bisschen zu wenig ist, muss ich sagen. So. Auf den. Herr im Himmel. Auf den habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Es dauert jetzt auch wieder zu lang, den kaputt zu machen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal dran vorbei, wenn das irgendwie geht. So, denn da ist auch schon wieder die nächste Höhle. So. Vorsichtig. Ich will nur noch kurz gucken, ob der noch irgendwie mir Energie gibt. Das wäre jetzt eigentlich nicht schlecht. So ein Herzchen. Nee, natürlich nicht. Wie könnte es auch anders sein? So, und dann sind wir hier in der dritten Cave angekommen. Also die schauen wir uns auf jeden Fall noch an, schlage ich vor. Okay. So, und jetzt immer so ein bisschen auf den Boden konzentrieren. Nicht, dass wir hier wieder in so einen Scheiß reinlaufen. Da komme ich mit der Axt nicht durch. Gut, dann müssen wir mal schauen, ob es einen anderen Weg gibt. Das sieht nicht so aus. Okay, dann komme ich da also echt jetzt nicht hin. Da müsste man sich also wahrscheinlich wirklich in der Stadt schon die nächste Variante der Pickaxe holen. Diese bronzene oder was das war, damit man dann durch diese Steine auch durchkommt. So, da ist ja mein Herz, aber das sparen wir uns, glaube ich, an der Stelle einfach mal. So. Sondern gucken, was wir hier... das hätte ich jetzt vielleicht nicht einsammeln sollen, egal. Sondern schauen lieber eher noch, was uns hier für ein Power-Up erwartet. Denn ich denke mal, so wie es bisher war, scheint es wohl in jeder von diesen Höhlen einen Power-Up zu geben. Sammelt halt nicht ein, Trottel. So, kann ich da von hier... rüberspringen. So, Schalter umlegen. Eine Tür geht auf, okay. Und es sah so aus, als wenn da noch zwei andere Schalter wären. Da muss man jetzt allerdings schauen, ob die Schalter alle für mich erreichbar sind oder ob man wirklich diese Pickaxe dafür braucht. So, da ist nochmal so ein fettes Ding. Gut, die Höhle scheint auch ein bisschen größer zu sein. So, auf jeden Fall ist da rechts schon mal so diese Markierung, wo wir hin müssen. Da scheint es Power-Up zu sein. So, zack. Das sind wieder die Dinger, die explodieren. Da müssen wir von unten mit dem Power-Jump dagegen, damit der Block darunter fällt. Zack. Gut, das hat funktioniert. Da ist der zweite Schalter für die dritte Tür. Dann wahrscheinlich der dritte Schalter. Dann habe ich wahrscheinlich schon irgendeinen Schalter jetzt ausgelassen. Braucht man nicht. So, also da unten. Da komme ich eh nicht durch. Gut, was fehlt uns dann noch? Da unten waren wir jetzt noch nicht. Ja, toll, natürlich.
Ach so, die schießen dann aber auch auf sich selber, oder was? Oder war das jetzt nur Zufall? Doch, die machen sich auch selber gegenseitig kaputt. Okay, das ist ja witzig. Ja, schießt euch mal noch ein bisschen ab. So. Hier rüber. Eieiei. So, das hätten wir schon mal erledigt. Oh Gott, ja, da kommt ja schon das nächste Schweinsteil. Achso, die springen ja auch dann hier runter, oder? Nee. So, das ist auch kaputt. Gut. Dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie da hochkommen. So, und da haben wir nochmal einen Schalter. Gut, den machen wir jetzt da unten nicht kaputt. Das ist ja irgendwie ein bisschen zu zäh, das Ganze. Sondern gucken eher, dass wir dann jetzt hier durchkommen. Da geht's nach oben. Dann gehen wir erstmal hier links rum. Da gibt's nix. Und hier rechts. Aha, wie auf so einer Pyramide ist es hier. Ah, okay. Ja, gefunden. Also, Drill. Ah, okay. Oder vielleicht ist das auch so eine Sache, mit dem man durch etwas stärkere Gesteine durchkommt. So, wie funktioniert es das? Achso, ich habe den jetzt statt der Pickaxe, da kann man so wechseln. Entweder Pickaxe oder halt dieses Ding. Okay, und da kommt man dann halt durch die nächstgrößere Gesteinsschicht durch. Kann sich dann hier sozusagen wieder befreien. Dauert alles so ein kleines bisschen, aber dann kommt man hier auch durch. Die Steine funktionieren dann auch. Okay, gut, dann wissen wir zumindest mal, dass man damit schon mal so einigermaßen weiterkommt. Und, achso, nee, haben wir das jetzt irgendwie falsch gemacht? Ja, komm, pack halt dein Spongo-Sprung aus. Da muss man halt echt so an der Kante sein, damit man genug Anlauf hat. So, jetzt hat. So, zack, und dann, achso, halt dann. Ja, aber das geht ja gar nicht im Sprung, oder? Hm, gut, vielleicht gibt es da irgendwann später noch andere Items, so Bomben oder sowas könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, mit denen man sich da irgendwie durchsprengen kann, weil durch die Steine komme ich ja nicht, okay. Na gut, tja, also ich würde sagen, packen wir den Controller mal beiseite und ziehen so ein kleines Resümee. Na, jetzt haben wir so 40 Minuten schon zusammen. Ja, boah, also ich muss sagen, ich bin hier irgendwie so ein bisschen geteilter Meinung. Also für mich ist es schon irgendwie so ein bisschen interessant, irgendwie sich so weiter in die Tiefe zu drillen, um zu schauen, was kommt. Aber das ist auch so der einzige Grund, so dieses Interesse so zu sehen, was noch kommt. Was halt schon so ein bisschen fehlt, ist halt, das habe ich jetzt, glaube ich, während des Spiels auch schon mehrmals gesagt, dass einem so ein bisschen so fehlt, worum es halt ganz genau geht. Und dass halt eben auch so ein bisschen, ja, für meinen Geschmack jetzt zu wenig Gegner da sind, so die irgendwie sowas bewirken im Gameplay. Also man ist halt wirklich immer nur so on the go und sammelt hier seinen Scheiß, bringt es in die Stadt. So ein bisschen, ja, nur so am Looten irgendwie mehr oder weniger. Aber so der tiefere Sinn ist halt noch nicht so ganz klar. Also dafür muss ich sagen, ist es jetzt ein bisschen zu uninteressant doch, wenn man jetzt schon so 40 Minuten drin ist und eigentlich so immer noch nichts so wirklich passiert ist. Das ist dann schon so ein bisschen zu lang. Also das gefällt mir persönlich jetzt nicht ganz so gut. Aber ich weiß nicht, lasst mir mal eure Meinung da, wie euch das so gefällt. Muss ich sagen, war jetzt eher ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl. Aber ich werde in Zukunft trotzdem auch weiter mir Mühe geben, einfach mal die ganzen kostenlosen Spiele zu zeigen. Und wenn sie halt in einer Folge mal ein bisschen langweiliger sind, dann ist es halt so. Aber dann wisst ihr es zumindest auch. Dann wisst ihr zumindest auch, okay, dann kann ich das Video vielleicht mir kurz angucken, schau mal 10 Minuten rein und wenn ich dann sehe, oh boah, nee du, das ist nichts für mich, dann ist ja vollkommen in Ordnung, dann könnt ihr das Video ja ausmachen. Mir geht's ja wirklich auch nur drum, nicht, dass ihr mir hier die ganze Zeit zuschauen müsst. Wenn es euch interessiert, finde ich natürlich super, also wenn jemand bis zum Ende schaut, ist natürlich immer extra geil.
Aber das Video ist halt auch mehr so dafür gedacht, um einfach mal so einen Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Und wenn der Eindruck nach 10 Minuten halt lautet, boah, nee, geh weg mit dem Scheiß, das interessiert mich ja 0,0, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Gut, Jungs und Mädels, das war's mit der 5. Folge angezockt. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, holt es euch noch runter oder eben, wie gesagt, der Tipp, den Download nur zu starten und dann zu pausieren. Dann könnt ihr es euch immer noch später mal runterladen, wenn ihr wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im 6. Teil angezockt auch wiedersehen. Mal gucken, was das sein wird. Hab schon so eine kleine Idee, denn ein Spiel hatte ich noch verpasst aus den vergangenen Wochen. Und demnächst müsste dann, glaube ich, eh schon wieder das nächste Update kommen, so um die Weihnachtszeit rum. Dann gibt es hoffentlich wieder ein, zwei neue Titel, die ich euch hier zeigen kann. Also, dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, euer Ombre.